Hallo, Radsportfans, und herzlich willkommen zurück in unserer Pro Cycling Karriere mit Erik Zabel. Das große Finale der Kopfsteinpflaster-Saison steht jetzt an mit zwei Monumenten in dieser Folge, ja? Da ist schon die Flandern-Rundfahrt und danach noch Paris-Roubaix. Kriegt ihr beides in dieser Folge präsentiert. Ich bin ziemlich gehypt. Oh, da haben wir wieder eine Stufe gemacht. Nein, haben wir nicht. Die nächsten Punkte eingesackt hier. So, Vertrag 2027. Ach so, weil wir April haben. Es geht wieder los hier mit den interessanten Kontakten. Ist mir eigentlich völlig egal. Es sind hier auch nur noch 8 World Tour Teams. Wie gesagt, ist mir eigentlich völlig Brust, wo wir da hingehen. 1, 2, 3, 4. Knallen wir mal auf Jumbo drauf. Ja, wir sind auch immer noch Superstar. Ab und zu gucke ich mal, ob es vielleicht noch was oben drüber gibt irgendwie. Aber ich glaube, Superstar ist immer noch das Ende. Könnte ja sein, dass da irgendwie noch Legende oder so kommt. Nur die Woche ist noch nicht umgesprungen. Das heißt, weiteres Training können wir noch nicht einstellen. Weil, also das mit diesen 98 Fitness passt mir gar nicht. Ich will ja eigentlich 99 haben. Das wäre mir viel lieber. Und da das zwei sehr lange Rennen werden, gehen wir auch jetzt mal rein in die Flandern-Rundfahrt. Flandern Classic heißt da, glaube ich, ne? Ach so, ja, stimmt. Ich mache es immer einen Tag zu früh. Da verlangt das erst von mir. Jetzt aber rein in die Flandern-Rundfahrt. Vorletztes Jahr konnten wir die ja gewinnen. Im letzten Jahr haben wir es leider nicht geschafft. Da haben wir im letzten Jahr dann Paris-Roubaix gewonnen, was wir im vorletzten Jahr nicht geschafft haben. Und wenn wir diese beiden Rennen jetzt in dieser Folge gewinnen sollten, ah, wir sollen nur plus ein bekommen. Das ist natürlich schade. Das ist echt schade. Dann sind wir immer noch auf Kurs bei unseren Monumenten und wir haben dann unsere nächste Eintragung im Archiv geschafft mit dem Flandern-Triple. Ja, das Ding ist jetzt hier noch eine Nummer schwerer wie Grand Prix Waregem, weil hier teilweise noch ein bisschen krassere Hügel drin sind und natürlich, was das Rennen halt auch noch schwerer macht wie Waregem, sind diese 256,9 Kilometer. So, Vanderpool ist jetzt auch wieder mit dabei. Ja, die drei üblichen Verdächtigen stehen oben. Ja, Lowell, Turner, Van Baarle, Modric, Pidcock, Hagens und ja, Bissegger. Er wird wahrscheinlich von denen, die hier sind, der schlechteste sein. Ja, dann drückt mir mal die Daumen, dass wir eine gute Form bekommen. Ladies and gentlemen, welcome. It's a difficult race with several cobbled sections. The bikes will be severely tested. Ja, und damit herzlich willkommen zur Flandern-Rundfahrt hier. Ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich finde das unheimlich schade, dass er beim G3 Bang Bang Classic, ne, den sagt er an, dass das eine kleine Flandern-Rundfahrt ist. Und hier bei der richtigen Flandern-Rundfahrt sagt er halt gar nichts. Wir sind auf jeden Fall der Kapitän. Wir sollen nur in die besten 5 kommen. Wir haben auf jeden Fall diese plus 1 eingefahren, die angesagt waren. Team ist ganz gut drauf. Lalalala. So, ja, Fundatuck ist dabei. Keustra ist dabei, Stockbro ist dabei, Museev ist dabei. Das ist aber schon mal sehr schön, ne? Wahrscheinlich Stockbro wieder der absolut Beste, ne? Ja, aber die drei sind richtig gut. So, Fransen, das ist, denke ich mal, der schlechteste Helfer, oder? Ja, Melier, 70 am Hügel. Tja, auch wenn der hier recht stark ist. Das wird der Beschützer von Erik. So, das ist jetzt die Frage, ne? Ah, ich nehme mal Museo für Stockbro. Und Fundertuck. Na, und Keustra, die nehmen sich jetzt nicht so viel. Ja, komm, wir nehmen Fundertuck. Haben wir jetzt entschieden. Der wird beschützt. So, richtig vorne sind noch keine. Dann eiern wir jetzt hier los. Auf geht's in die Flandern-Rundfahrt. Kann der Weltmeister das hier auch reißen? Oh, Keustra, Keustra, Keustra. Sitzt hier doch schon super. Ja, wird aber auch schon angezogen. Ja, wie viel reißen denn da auch aus? 20 oder was? Ab in die Action. So, drei haben wir hier vorne. Werden noch von dreien verfolgt.
Na, jetzt sieht es wieder relativ entspannt aus. Also die 6 dürfen weg. Aber was ein Glück, dass sie jetzt nicht hier die ganze Zeit Vollpower fahren, weil das Rennen ja so lang ist. Das sieht schon fast so aus, als wenn es das gewesen ist. Die 6 haben sich auch verbunden jetzt vorne. There's more than a minute on the clock. The brake seems to be working. Der ist ja auch schon stark, Bro. Funda, Alter. Fundatur hängt ja wohl auch richtig zurück. Step, Bro, Step. Keusra müssen wir ja auch noch erledigen können. Bevor Fundatuk nach vorne kommt. Zack, ab zu Jumbo. Ja, Fundatuk, das kann noch ein bisschen dauern. Da, Mut zur Lücke. Der mal Lücke. Gib dir einen Rockmann. Jetzt mal nach links rüber, da ist alles frei. Oh, Erik, ihn geblockt. Ich komme hier nicht durch. Na los, Digga. Gib dir doch mal einen Ruck. So, jetzt hat er gerade einen guten Zug drauf. Jetzt lässt er sich nochmal blocken. Und hier bei Wut machen wir Stopp. Ja, dann bringen wir Erik nochmal nach vorne. Ich glaube, 65 reichen, oder? Wuseln geht leider noch nicht wieder. Boah, ihr müsst ja immer alle vor meine Karre fahren. Oh, Massensturz und einer muss aufgeben. So, aber dann haben wir Erik hier auch platziert. So, dann cutte ich das jetzt hier raus und dann wie beim Grand Prix Waregem hier, bevor es in den ersten Hügel hier reingeht, der seid ihr dann wieder dabei. So, Leute, und dann nehme ich euch jetzt hier wieder mit. Wir sind wieder auf der Anfahrt zum Oudequamont, wie beim Grand Prix Waregem. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sind von der anderen Seite gefahren, oder? Na, obwohl, wenn hier das Kopfsteinpflaster auf der Seite ist, sind wir wohl doch von der Seite reingefahren. Schauen wir mal, wie wir den ersten Hügel überleben. Bei dem einen Kopfsteinpflaster, was hier vorliegt, haben wir natürlich das Tempo schon mal angezogen. Erik super durchgekommen. So, und der hat gleich mal wieder 4 Sterne. Also durchaus möglich, dass hier jetzt wieder das Feld direkt auseinanderfetzt. Ich war eigentlich schon vor Wut, jetzt bin ich wieder hinter Pferdeknut. Und da geht's rein. Als wenn sie das Tempo rausgenommen haben. Aber am Puls sieht man, es wird immer noch Tempo gefahren. Ah, Erik kommt gut durch. Der Kleine hier müsste Pitcock sein. It's a puncture. Yet another flat tire. It seems to be catching. Oh, ein bisschen gelb haben wir verloren. Weil manche der Puls schon im tiefroten Bereich. Und dann haben wir den Oudequamont geschafft. Two riders in trouble at the back. Na, Franzen. Ich glaube nicht, dass er nochmal nach vorne kommt, oder? Merlier hat auch ganz schön gelitten. Den habe ich übrigens Wasser holen lassen, weil der bei diesem leichten ersten Kopfsteinpflaster gestürzt ist. Na, Stockbro fällt ein bisschen zurück. Und naja, wie angesagt, ne? Das Feld ist schon auseinandergefetzt. Und auch diese 75, denke ich mal, werden nie wieder rankommen. Erik wunderbar dabei. Da haben wir ja, glaube ich, mal so einen kleinen Bereich, wo wir mal ein bisschen setzen können.
So, die Gruppe fährt jetzt wieder rein. Der Catch braucht auch nicht mehr lange dauern. Zwei Sterne stehen an. Oh, muss mir hier Wuts Helfer nochmal vor die Karre fahren. The riders are in a portion above 10%. Ich meine, es wird immer die Hügel Tempo gefahren. Aha, der ist fertig. Deswegen ist das so langsam. Und ich hatte gesagt, die kommen nie wieder ran. Die sind tatsächlich doch wieder rangekommen. Oh, steht aber schon wieder das nächste an. Drei Sterne. Oh, enge Straßen. Naja, immer so die Hügel fahren sie nicht mit absolutem Volldampf. Oder der Pflaster. Na, das war jetzt, ne, nicht ganz so steiler Hügel. Das ist schon schneller rübergefahren. Gestürzt. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Und wieder hat Erik nur so ein ganz bisschen Gelb verloren. Na, mal schon mal gucken, mal das nächste Mal Wasser holen. Ah, ich denke mal hier der eine Hügel hier, der hier, das ist eine Option, um nochmal Wasser zu holen. Da wieder drin. Der da schon ganz schön am Wackeln. That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. Ja, und den sind wir in dieser Saison auch schon so einige Male gefahren. Zwei in anderen Rennen. Aber den fährt man in der Kopfschafter-Saison immer wieder. Das ganze Team sieht immer noch gut aus. Na, Küng? Sei ein bisschen fertig aus. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Immer noch über 100 Kilometer, 3,20 nach vorne der Abstand. Tja, ich bin noch mal am Überlegen, ey. Ob das Wasser dann reicht? Das werden dann noch, denke ich mal, 80 Kilometer sein. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Stopp, Bro. Ja, obwohl, jetzt sieht es von der Position her wieder ein bisschen besser aus. Tja, Wut können wir nicht beobachten. Fernepool auch nicht. Ja, dann werden wir wahrscheinlich die anderen auch nicht beobachten dürfen. So, jetzt kommt ein richtig steiles Brett. Steiles Brett und vier Sterne. The sides of the road are not a tire's best friend. This climb features some dreadful percentages.
Erik wieder super dabei. Also gefällt mir bis jetzt sehr gut, wie Erik hier überall rüberkommt. There's a collective fall with several riders on the ground. We can only hope that they all get back up. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. Oh, Franzen kann noch mal die Beschützung vom Fund der Tücke übernehmen. Der hat noch ein bisschen Saft. Jetzt auseinandergerissen, aber ich denke mal, wir sollten mit dem Wasser noch ein bisschen warten. Jetzt sind es noch 87 Kilometer, sonst brauchen wir es ganz hinten im ultraschweren Teil nochmal. Oh, Merlier, okay, der hat auch das erste Wasser geholt, der hat schon nichts mehr. Aber ich denke mal, hier in dem Bereich können wir ein bisschen zappen. Aha, Angriffe. Ja, von Top-Favoriten ist keiner dabei. Modric, schon wieder. Wie oft willst du mich eigentlich noch blocken? Und vor allem, wie oft willst du dich eigentlich noch zurückfallen lassen? Ja, jetzt wird es dann zeitlich schon knapp mit dem Wasser, ne? Weil der Hügel echt steil ist, der dann danach nach der Abfahrt kommt. The breakaway has now got over a minute on the pack. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ich weiß jetzt nicht, ob die Helfer das nochmal schaffen. Ich werde es nochmal mit Merlier versuchen. Du beschützt jetzt Erik. Merlier, lass mal einen ganz kleinen Tick zurückfallen. Jetzt mal Wasser, vielleicht schafft das ja noch. 67 in der Gruppe, also muss er sich nicht so weit zurückfallen lassen. Modric schon wieder hier vor uns. Naja, wenn das abgibt, sind wir ungefähr bei 70 Kilometer. Vielleicht reicht es. Er hat es auf jeden Fall schon aufgenommen. Keustra hat sogar schon Wasser. Was ist der hier hin? Ach, ich habe den falsch angesetzt. Ach, Idiot. The riders really should pay more attention to their choice of tires. The pack's deficit is being cut back. So, machen wir. Stopp. Jetzt geht's steil nach oben. Tausch den doch nochmal. Oh, Quatsch, wieder falsch gedacht. Du, nochmal Erik, vielleicht schaffst du das ja den Hügel noch. Keusra wieder ein bisschen besser platziert. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Oh ja, der ist richtig steil. Wieder einer kaputt gefahren. Reißt doch jetzt bestimmt wieder auseinander, oder? 112, ja, da kommt der Riss. Ich war mal in den Hubschrauber. That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Da sind aber direkt wieder welche rangefahren. Aber wir haben ja so eine kleine Perlenkette hinter dem Feld. Mal Gruppen einteilen. Ihr beide kommt mal in Gruppe 2. Tja, sollte Merlier noch was können, kommt er mal mit in Gruppe 3. Boah, setzen wir noch mal ein bisschen. Jetzt Abfahrt runter. Jetzt auf jeden Fall gut platzieren. Things are heating up in front. Boah. Wemisch,
Alter! Wer bist du, Geier? Ja? There's another rider with a puncture. Peacock the geht. Of the road are not a tire's best friend. Oh, immer wieder fährt jemand an mir vorbei und gibt mir einen Schlag mit. Aber es geht noch. Kommt Erik noch einigermaßen durch. Ich denke mal, jetzt hat's Franzen aber wirklich hinter sich. Dankeschön, hat's gut durchgehalten. Wurde denn Peacock wieder eingefangen? Aber noch einen kurzen Stopp hier. Nee, der ist nach vorne gefahren. 58 Sekunden sind wir zurück. Ja, er ist da von den ganz starken Favoriten, glaube ich, alleine drin. Ja, Melier kann auf jeden Fall nicht mehr lange. So, ich denke mal, wenn ich jetzt Wuseln aktiviere, komme ich da besser durch. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. Bis zum Schluss wieder da sein. Another flat tire. It seems to be catching. Ja, immer durch. Wieder Gruppe halten. Ja, hochdrehen hier. Boah, jetzt ist Fundatuck und Stockbro rausgeflogen. Och, das kann doch nicht wahr sein. Die sitzen in A1. Oh my, the jetzt guys sind sie wieder da. Aren't going to be making too many friends today. Gib mal die Führung. Dübel was nochmal, Erik. So, jetzt kommen zweimal vier Sterne Kopfsteinpflaster hintereinander. Und ich hasse es, ey. Erik war ganz vorne, ist jetzt wieder viel weiter zurückgefallen. Ja, Barbier, danke. Aha, Louvel, Van Baarle, Pedersen. Die nächsten guten Fahrer ausgerissen. Wut ist noch nicht. So, ja, dann geht mal mit rein. Kopfsteinpflaster wieder. Oh, Alter. Ey. Puh. Ich werde immer weiter durchgereicht nach hinten. Ja, ich falle hier gleich aus der Gruppe raus, Alter. Das gibt's doch gar nicht. That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. Boah, er bricht auch zusammen. Oh, das kann alles nicht wahr sein. Ich hier an Energie verbrauche. Meine Fresse. Es bleibt bloß mal hier vorne, ey. Kaum Gruppe halten, fällt er schwer zurück. So, ihr beiden müssen wir langsam mal machen. Yet another flat tire. It seems to be catching. Aha, der ist auch schon am Wackeln. Nach vorne. Nicht ganz anderthalb Minuten. Ist er zumindest mal ein bisschen besser reingeschossen. Ja, den haben wir mal gut überstanden. Jetzt kommen wir Angriffe. Stopp. Wieso ist Erik jetzt hier aus der Gruppe raus? Das kann
kann ich wahr sein. Da sagt ihr erstmal gar nichts. Jetzt geht hier wieder rein. Den Weg raus. Haben wir wieder. Brauche ich wieder einen Stopp. Stopp, Bro, kann gleich nicht mehr. Dann macht ihr mal Gruppe 2. Ihr alle drei zusammen in Gruppe 3. Askren ist natürlich auch richtig gut. Ja, da vorne haben wir halt immer noch Pidcock. Macht mal 82. A rider has just fallen. Fenderpool ist aus dem Sattel gegangen. War 25 Sekunden noch nach vorne. Wuseln ist auch zum Glück wieder da. Na, dann haben wir ihn gleich. Ich klick mich mal lieber mit ein, wenn ich vorne bleibe. So, stopp. Ich glaube, die können aufhören, ne? Nur so ein ganz Mini-Stück zurück. So, das reicht. Seid aber Erik raus. Ich denke mal, du kannst 75 fahren. Dann nehmen wir bei Erik nämlich auch nur noch 75. Damit der ja vorne bleibt. Ja, fährt auch gleich ganz nach vorne. Ah, warte mal. Da kommt das Pflaster. Pidcock führt mit. Fenderpool geht. Du kannst raus. Ich muss da dranbleiben. Alter. Pidcock, der war schon mal in den Duell da vorne. Really pay more attention to their choice of tires. Crazy shit. A team leader is falling behind. Die wollen wieder nicht mit anpacken. And he spurts away from the group. He's going for victory. Er hat 12 Leute in der Gruppe und die packen nicht mit an. 15 kilometers to the finish line. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Die haben 42 Sekunden und die anderen wollen nicht mit anfassen. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Die haben gleich eine Minute. Attack by Thomas Pidcock. Wie oft der angreifen kann, übel. There's now just 10 kilometers left. And off he goes. He's giving it one last go. There's reports of a group of riders taking a tumble, but apparently they all managed to scheinen lieber anzugreifen. Statt erstmal die vordere Rand zu fahren. Jetzt greift der Erik an. Die Stromlinie müsste locker ausreichen. Holy cow, that was a fall. 10 Sekunden habe ich gegenüber den hinter mir. 5 kilometers to the finish line. 5 noch. There's another rider with a puncture. The sides of the road are not a tire's best friend. Noch ein kleiner Angriff. Den rein. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake. So, stopp. Wir haben gut Vorsprung. Er scheint geschlagen zu sein. Ich krieg ein bisschen Rot zurück.
Bisschen gegensprinten. Ich habe keine Energie mehr. Da kommt Pitcock. Aber das ist das nächste Monument für Zabel. Yes! Sehr schön. Ihr fahrt für euch alleine, Alter. Hoho, was für ein Balken. Die kommen jetzt erst über die letzten krassen Hügel rüber. Yes! The riders bringing up their rear have made it through sheer willpower. This zweite Monument. Was a real strength zapper. Zweiter Monument-Sieg für Zabel. That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. Immer noch keine 20 drin hier. Ja, Wut hatte ja einmal noch einen Platten. Das hat ihn natürlich sehr viel Energie gekostet. Da kommen Funnel, Türk und Stockbro. Jetzt sind 20 drin. Da ist Merlier drin. Eieiei, der Balken geht immer noch bis da. Der Unterteam ist drin. Beim Rest dauert es noch ein bisschen. Also wir sind immer noch bei drei Sachen, die wir uns als große Ziele gesetzt haben auf Ziel. Alle World Tour Kopfstoßrennen, das Flandern Triple und alle Monumente sind wir auch immer noch auf Kurs. Ja, und zwei davon können wir gleich im nächsten Rennen klar machen, wenn wir Paris-Roubaix gewinnen sollten. Ah, da kommt der letzte, denke ich mal. Oder auch nicht. Aber ja, es ist vorbei. Ah, da hat man gesehen, da war dann der Saft bei Pitcock, denke ich mal, weg. Ich meine, meiner war auch weg. Session, Erik. Und von vorne weg. Lücke alleine zugefahren. Und auch noch von vorne weg den Sprit angezogen. Dass Pitcock überhaupt so viel Energie hatte, ne? Der war ja schon mal einmal etwas länger auf einem Angriff unterwegs. So, hier hatten wir schon. Siego. Wieder einmal Erik ganz oben. Und auch Girmel sich noch ganz gut. Ja, und auch dieser Louvre. Ja, der war ja ne, in der Gruppe mit drin, mit Pitcock. Und Girmel ist einmal zwischendurch schon mal zusammengebrochen. Ja, und ich denke mal so bei Van der Poel und Deli, die haben bei ihrem letzten krassen Angriff, bevor ich halt gegangen bin, da haben sie ihre Energie dann verbraucht. Und im Team immerhin noch auf Platz 2. Ergebnisse. Schönes Ding. Zack, da steht jetzt die 4 bei den Monumenten. Da ist sie. Wunderbar. Auch Klassiker, und auch Gesamtsiege. Also Erik ist eine Maschine. Jetzt muss ich mal kurz den Wochenwechsel dann gucken. Dann lass mal vorgehen bis zum 6. Falls ich da noch irgendwie was am Training machen kann, vielleicht kriege ich irgendwie doch noch die 99 voll. Ja, dann rück mal bis zu dem Tag vor. Ja, Interesse hat sich entwickelt durch unseren Sieg bei der Flandern-Rundfahrt. Voll geil. Das ist natürlich blöde, ne? Am 6. Ja, da hätte ich auch noch Training einstellen können. Ja, das habe ich jetzt verrafft. Naja, egal. Immer noch 98. Da wir keine Ermüdung haben und jetzt schon ausgezeichnete Frische sind, wollt ihr hier nochmal volles Training? Da nehmen wir auch schon mal volles Training rein, weil danach geht's dann rein in die drei krassen Hügelklassiker. Also die nächsten Folgen werden alle mega geil. Höhepunkt ist zu Ende. Ja, das hatte ich ja gesagt. Das ist leider ein bisschen zu früh ausgelöst worden. So, und da ist dann wieder mal unser absolut krassestes Kopfsteinpflasterrennen. Ich liebe dieses Rennen einfach, ob in Wirklichkeit oder hier im Spiel. Auch wenn da jetzt keine großartigen Hügel oder Berge drin sind, dieses Rennen ist einfach geil.
Geil wäre jetzt natürlich, weil der Formhöhepunkt zu Ende war. Geil wäre, wenn wir jetzt hier eine Minusform kriegen würden. Dann können wir nämlich unseren Bonus nutzen. Den kann man ja nur nutzen, wenn man wirklich Minus bekommt. Los, komm, gib mir Minus, dann mache ich Willenskraftbonus und alles ist gut. Da, wir sind am Tag angekommen. Oh, leider eine Null. Warum nicht Minus? Ah, Minus wäre schön gewesen. Ja, Wut ist hier wieder der Top-Favorit. Mit Wut gibt es ja auch ein Interview. Und er erwähnt mich aber nicht, ne? Nee, der erwähnt Pidcock. Das Zoom ist auch auf Pidcock. Ja, Fandepool ist auch wieder mit dabei. Ja, dieser Hagenes, 22 Jahre, das ist auch brutales Brett. Ja, Van Baarle ist dann schon ein bisschen schlechter. Dilly, der darf auf jeden Fall nicht mit in den Sprint kommen zum Schluss im Stadion. Ja, also die sind alle richtig stark. Ja, Jacobs fällt hier vielleicht auch so ein bisschen aus der Rolle. So, und dann, da wir ja eine Nuller-Form bekommen sollen, dann gib mir mal einen Daumen, dass wir hier eine gute Form bekommen, damit wir auch dieses Monument gewinnen können. Hello and welcome to Compiègne for the start of Paris-Roubaix, the hell of the north. This morning, the peloton is setting off on a 257-kilometer ride that will take the strongest and the bravest to the mythical Roubaix Velodrome. The route is beset with pitfalls, and nearly 30 cobblestone sectors lie along the way, with the first coming in Trouville at the 97-kilometer mark, the traditional starter of the day's hostilities. The renowned Trouée d'Arenberg, 2.4 kilometers long, comes after 161 kilometers in the saddle and already allows a first race hierarchy to be established. It's obviously too far from the finish for the favorites to fully show themselves, but it's a perfect point at which to launch attacking strategies with a luxury team member. Riders are slowly whittled away with each crossing of a cobbled sector. And when we reach 20 kilometers from the finish, there still remain the fearsome Canfin-Pévèle and Carrefour de l'Arbre, two of the most difficult sectors that often prove to be decisive, and for which riders must have kept some energy in reserve despite their exertions. Finally, if several contenders for victory still remain, it will have to be decided on a sprint in the Roubaix Velodrome, as is the case since 1943. Und damit herzlich willkommen zur Hölle des Nordens, Paris-Roubaix. Wir konnten glücklicherweise hier nochmal plus 1 einfahren. Team sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt sogar mal Philipsen als Beschützer eingeteilt. Ich denke mal, da der am Kopfsteinpflaster nicht so geil ist, macht er sich als Beschützer ein bisschen besser hier. Er hat auch eine ganz schlechte Fitness. Wir haben es ja tatsächlich auf 99 Fitness noch geschafft. Breakaway at the front. Unter Umständen haben wir deswegen auch die plus 1 eingefahren. Oh, kann Erik erstmal bleiben. Ah, Stockbro geht, den holen wir später nach vorne. Jetzt gehen wir für euch erstmal rein in die Action hier. A small group of riders are trying to get clear of the bunch. Drei hier vorne unterwegs. Die werden aber auch so von so einigen Leuten verfolgt. Ah, das Tempo zieht im Feld auch schon an. Ja, das waren ja auch 14. Hier sind wieder 13. Jetzt sind im Moment 7 weg. Oh nein. Nicht doch jetzt das Motorrad einfach. Hier. Fahr links, rechts rüber. There's a few riders jockeying for position at the front. Ich glaube, das Motorrad ist leider weg. Also die hier vorne können wir uns noch angucken. E2 wird nicht mehr angezeigt. Jetzt wird E2 wieder angezeigt. Sind im Moment 10 weg. Und konnte es sich nochmal lösen. Ey, geil! Es konnte sich tatsächlich nochmal lösen, das Motorrad. Oh, aber die lassen es auf keinen Fall weg. Fanepools Team hier angezogen. Da gehen die nächsten. Ja, am Anfang sind ja auch noch so einige Hügel. Aber hier, er geht schon wieder aus dem Sattel. Also die 6 wollen sie auch nicht. Bei denen hier weiß man jetzt denn nicht so genau. Führen sie, ist es ein Angriff? Die wurden wieder eingefangen. Also die 11, die jetzt weg sind, die dürfen anscheinend. Aber da versucht sich nochmal jemand, oder?
Ich glaube, diese weiße Flagge ist immer Russland, oder? Breakaway! Also da bin ich auch ein bisschen der Meinung, also Krieg hin oder her, also trotzdem könnte man denen die russische Flagge geben, wenn es nun mal ein Russe ist. It's an attack! Ja, es geht hier aber munter weiter mit den Angriffen. Naja, alle, die am Kopfsteinpflaster schlecht sind, die wollen jetzt erstmal alle weg. Aber auch wieder eingefangen. Ich gehe auch mal davon aus, da jetzt schon sehr viele Leute weg sind, dass da keiner mehr weg darf. Das sind jetzt 12 Mann. Jetzt ist auch relativ ruhig. Erik sitzt super. Der würde ich mal sagen, ich cut euch das raus, bis die Hölle des Nordens so richtig losgeht hier beim Kopfsteinpflaster. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Another race will now begin, as we're getting close to Trois-Villes, the first cobbled section. So, da habe ich euch mal den Kommentator gegönnt hier, dass ich euch wieder mit reinnehme. Ja, hier gleich die ersten alle völlig fertig. Ich habe auch gefuscht, ne? Das seht ihr an dem hier. Ich habe das mit dem Wasser leider vergessen vor dem Kopfsteinpflaster. Ich hoffe mal, er schafft das jetzt noch. Ja, schauen wir mal, ob der Weltmeister hier seinen Titel verteidigen kann. Zu schade, dass wir es in der vorletzten Saison nicht geschafft haben, weil dann hätten wir es noch auf 3 Siege bei Paris-Roubaix bringen können. Ja, der ist jetzt schon fertig. Ich gebe ihm mal den rein, ey. Vielleicht, wenn er ein bisschen über sich hinaus wächst, vielleicht kriegt er ja zumindest jetzt das erste Wasser noch wieder nach vorne. Und geht auch gleich weiter hier mit 3 Sternen. Und wieder rennt Vergnügen. Ich glaube, das sieht mit dem Wasser ganz schlecht aus. Vielleicht haben wir ja auch gleich Glück, dass es auseinanderreißt. Also hier werde ich wahrscheinlich immer mal so zwischendurch beim Kommentator mitlabern, weil er hier sehr, sehr viel ansagt. Ja, jetzt wollen sie auch schon Wasser haben. Wo ist er denn? Oh Gott, der ist da hinten. Leider ist es immer noch nicht auseinandergerissen, sonst hätte ich mal einen anderen losgeschickt. Er hat ein bisschen rot wiederbekommen. Ja, Digga, also wenn, dann jetzt. Kopfsteinpflaster ist noch ein bisschen hin. Ja, er wuselt sich durch. Ja, jetzt wird er von vorne der Tücke geblockt. Ja, oh, es rollen das eben nochmal vor die Karre gefahren. Christophe Laporte goes onto the attack. Da kommen die ersten Attacken aus dem Feld raus. Er schafft es halt einfach nicht. Das ist so eine Wand von Fahrern. Jetzt, oh, gut, dass der ihn nicht geblockt hat. Und, er hat es geschafft. Das ist ja unfassbar. Dankeschön. Na, Van Hooydonk da vorne, also die richtig üblen sind Radio nicht. Tour has announced a flat tire for a rider. Nein, Stockroll, Reifenpanne. Bleibt er im Feld? Er bleibt zumindest im Feld. Und dieses Kopfsteinpflaster ist eigentlich jedes Mal, wenn wir dieses Rennen fahren, weil es nur 2 Sterne hat, ne? Ansonsten immer so vor dem Kopfsteinpflaster, Volltempo, Volltempo. Und dann so, ach, 2 Sterne, also das fahren wir mal gemächlich rüber. Look, the pack has taken its foot off the gas. The team leaders can't be too worried about the breakaway. Na, jetzt geht der Puls schon wieder deutlich höher. Also jetzt bei Erik nicht, ne? Aber bei den anderen. Wo ist Stocki? Stocki ist auf dem Weg nach vorne. It's happened at a very bad time. Na, Erik sitzt super und von allen Beschützern ist Merlier auf jeden Fall auch noch der Beste. So, kommt gleich das nächste. 3 Sterne diesmal.
Die Gruppe ist schon durch. Bei der Gruppe wird schon das nächste Kopfsteinpflaster angezeigt. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Yet another flat tire. It seems to be catching. Ja, ob Koistra die ganze Zeit hier vorne fahren kann, weiß ich nicht. Komm mal einen kleinen Tick zurück am besten. We're now at the halfway stage. It's a good time to take some food. Ja, noch kann ich nicht draufklicken, dann fällt er zu weit zurück. Ich glaube, ich brauche auch nicht klicken. Ich glaube, so kann er bleiben erstmal. A fall just took place in the pack. Several riders are on the ground. Bei Erik sieht alles noch gut aus. Stockbro auch noch super. Fundertuck sieht auch sehr gut aus. Was soll? Ey, dann kommen gleich mal vier Kopfsteinpflaster mit Hügeln hintereinander. Es geht mit zwei Sternen los. Set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Naja, einer von Jumbo eben ganz schön am Wackeln gewesen. Wie weit sind die ganz vorne weg? Boah, noch ganz ordentlich. Aber wir haben noch weit über 100 Kilometer zu fahren. Und auch da ist Erik super durchgekommen. Ein bisschen seppen. Drei Sterne. Und wieder Rennensvergnügen. There's a sustained rhythm at the moment. Some riders definitely won't be able to keep up. Tja, da wir keinen Regen haben, sind die Fahrer auch echt alle noch super sauber. Another rider with a flat tire. The road is really treacherous. So, unser erster Helfer, der Franzen, der kann gleich nicht mehr. Und das geht jetzt ja halt Schlag auf Schlag. Nächste Pflaster. Ah, da vorne ist schon E3. Ja, und E2 sitzt ja direkt davor. Ah ja, Franzen, klein wenig gelb hat er noch. Und ich denke mal, den wird er beim nächsten Kopfsteinpflaster verlieren. Ja, da brauchst du auch nicht mehr ranfahren. Dankeschön. Also Erik verliert hier bei den Kopfsteinpflastern bis jetzt zumindest noch nicht mal gelb. Und bis auf Dilly kann eigentlich von den Top-Favoriten keiner mit seinen Sprinterfertigkeiten mithalten. Naja, Girme auch noch. Ja, der Girme sah schon bei Flanner-Rundfahrt nicht gerade so geil aus. Ja, hinter Franzen wird es jetzt wahrscheinlich demnächst irgendwann reißen. Ja, wenn wir mal E3 einfangen könnten. Ja, Rakazi ist ja noch einer von Jumbo. Oh, Erik, sogar der Puls auf jeden Fall noch weiß. Ja, bei Stockbro auch. Es ist wieder schwerer. Vier Sterne Kopfsteinpflaster. Da geht's rein. Das ist auch relativ lang. He crashed off and he's not getting up. Oh, I hope it isn't too serious. Jetzt könnte doch mal der erste größere Riss kommen. Several riders are on the ground. Modric zum Beispiel gestürzt. Only a few riders are capable of following the very fast pace up front. Immer noch 120 im Peloton. Mal sehen, wie es jetzt nach dem Pflaster aussieht. Anscheinend nur einer rausgeflogen. Vorne etwas über 2 Minuten. Ja, Franzen haben wir verloren.
Wollen wir schon mal langsam einen Plan machen, wollen wir das nächste Mal Wasser holen. So richtige Möglichkeiten gibt es nicht mehr, weil fast nur noch Pflaster kommt. Ah, da sollte das Feld erstmal auseinander. Also jetzt geht's richtig ab. 5 Sterne. Auch am Berg. Another flat tire. Oh, Erik, immer noch im weißen Bereich des Pulses. Jetzt leicht gelblich. Boah, Erik, richtig geil überstanden. Also, da geht, denke ich mal, was heute. Das ist mir für Wasser holen eigentlich immer noch zu viel. We'll soon know the final outcome. Jetzt wird es ein bisschen softer. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. 3 Sterne Pflaster. He's given up. Da haben wir eine Aufgabe. Rechne immer mehr Jumbo-Fahrer zusammen. Auch da sind wir super durchgekommen. Hier die beiden krapseln wieder nach vorne. Können aber eigentlich gar nicht mehr. Keustra auch richtig gelitten. Aber genau, schon mal einteilen hier. Die beiden, die nehmen wir mal in Gruppe 2. Nur falls ich sie brauchen sollte, hier Keustra und mehr nehmen in Gruppe 3. Ja, roundabout 1,5 Minuten, ja, etwas mehr nach vorne. Ja, das fällt ja so langsam kleiner. Also jetzt nach dem nächsten Kopfsteinpflaster wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, eine Attack. Ich sehe da vorne nichts. Aha. Bei der Attacke ist gut dabei. Fandepool dabei. Oh, das wäre für uns wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Dann verbrauchen die jetzt schon wieder ihre Energie. Ja, ich meine, die haben auch schon mal 95. Sicher, sicher. Ja, ich glaube nicht, dass sie das bei über 70 Kilometer da vorne durchhalten können. So, und jetzt mal hier unsere Gruppe 3, die wir uns kreiert haben, rein. Erstmal 78, der hat hinter sich. Dankeschön, Philipsen. Apparently there's another puncture. The riders really should pay more attention to their choice of tires. Na, die beiden haben sich auf jeden Fall mit eingeklinkt. Können allerdings nicht mehr lange, dann müssen wir schon die anderen beiden bringen. That's a group nosedive. But as often happens, they're all getting back in the saddle. Na, die Favoriten haben jetzt schon fast 50 Sekunden. Jetzt gehen sie schon drüber. Ah, die sind immer noch über 70 Kilometer. Ja, nächste von uns abgehängt. Könnt ihr für euch alleine fahren. The road are not a tire's best friend. So, dreimal auf 85. 2 nach dem Kopfsteinpflaster rein. Unter einer Minute nach vorne. Noch kann Keustra ein bisschen. Die beiden gebe ich erst nach dem Kopfsteinpflaster rein. Jetzt brauchen wir halt auch schon Wasser. Apparently there's another puncture. The riders really should pay more attention to their choice of tires. Relativ wenige Leute hier. Hol mal Wasser. Die beiden können eigentlich nicht mehr. Weil wir sind gleich an den Führenden dran. Und da sind wir dran. Ab auf 75 runter. In die nächsten Angriffe ab. Fandepool geht auch nochmal in einen Angriff, so wie es aussieht.
So, die ersten bekommen gerade ihr Wasser. Der Fan der Pool müsste schon kaputt sein. The fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. So, die beiden haben es hinter sich. Dankeschön. So, Erik hat auf jeden Fall sein Wasser schon. Nehmen weitere Angriffe ab. Wo ich mit 85 ran da. Hammer. Runterdrehen. Na, die beiden haben noch einigermaßen Power. Komm, ab auf 70 runter. Erik nicht so doll leidet. Aber da kommen schwere Angriffe. Also wieder hoch. Wieder Fan der Pool dabei, Wut dabei. Ja, fahrt euch alle kaputt. Das ist mir sehr recht. Da geht's gleich wieder rein ins Pflaster. Die sind immer noch im Angriff. Haben wir jetzt auch abgebrochen. Und wie die das immer können, ne? Ja, Fan der Pool zieht gleich weiter durch. Wut ist auch dabei. Another flat tire. 85 erstmal. Falling behind. A team leader is falling behind. Na, Erik sitzt noch einigermaßen. Jetzt haben sie wieder eine kleine Lücke gerissen, ja? Halbe Minute. Genau, lass mal andere mitführen. Ey, sterb es hier. Hilft der hier dem Erik nochmal, obwohl er nicht mehr im selben Team ist? Immer noch 30 Sekunden, 5 Sterne. Yet another flat tire. It seems to be catching. Oh, Eriks Balken leiden aber auch ganz schön. Die greifen anscheinend hier nochmal an, oder? Oh, die können gleich nicht mehr, die beiden. Oh, ein Auto dazwischen, Motorrad dazwischen. That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. Oh, jetzt haben die vorne schon fast eine Minute. Jetzt mal 2 Sterne Kopfsteinpflaster. Wir steigen welche mit ein. Wenigstens an E2 mal rankommen. That's another rider with a flat tire. The road is really treacherous. Ah, der Abstand zu E1 wird immer größer. Das wird eng. Können wir den nicht mit 99 da mal ranfahren, ey? Anscheinend nicht. Die sind beide sowas von fertig. From inside the breakaway group. So, der kann schon für sich alleine fahren. Komm da einfach nicht ran. Ja, und auch du kannst für dich alleine fahren. Und mit Erik greife ich jetzt an. Ich will da an die Gruppe ran. Ja, ist geil. Kopf's natürlich nicht weg. Apparently there's another puncture. The riders really should pay more attention to their choice Fahr of tires. Da mal ran, jetzt haben wir sie. So, wie sehen die da vorne aus? Oh, da greifen die nächsten an. Dilly dabei. Watch out, a team leader is falling behind. Der hat's auch hinter sich. Ich will ja nicht zu schnell fahren. Oh, jetzt löst mal wieder einer ab hier. Das wird langsam eng. Wird er wieder abgelöst. Die fahren halt schon sehr lange alleine. Also unter Umständen brechen sie irgendwann noch zusammen. Allerdings haben sie im Moment schon einen relativ großen Vorsprung, die Säcke da vorne.
Nächste Pflaster, die haben den Abstand nochmal erweitert. Die sind auch immer noch im Angriff. Tja, wie bei der Flanagan-Rundfahrt. Angriff. Ich mach das mal. Wir müssen an die da vorne ran. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake. Bisschen was kommt man durch den Angriff runterfahren, aber leider zu wenig, ey. Bisschen rot kommt zurück. Das wird nochmal abgelöst hier. Bloß nicht zu weit zurückfallen. 5 Sterne auf jeden Fall wieder. Another flat tire. Tja, der Abstand wird nicht großartig kleiner. Da muss der Erik nochmal gehen. Naja, kommen wir da ran? Ich glaube, wir kommen da noch ran. So, stopp. Nichts mehr machen. Der Askren will gehen. Reimt sich lustigerweise wieder. None of the favorites is giving an inch. Erik mal dranbleiben. So, Van der Poel ist dran, Wut ist dran. Versuch mal hinter Wut zu kommen. Da kriegen wir ein bisschen was wieder. 10 kilometers remaining. Da kommt gleich das nächste Pflaster. Der geht Erik mal. Ist vorne. Another attack. This time it could go all the way. Strom hier rein. 13 Sekunden. Falling behind. A team leader is falling behind. Ich muss ein bisschen runterdrehen. Ich komme noch gelb. 75. Ja, 40 Sekunden. 70. Noch aber ein bisschen gelb. Wird der da auch größer? Wir fahren ins Stadion rein. 57. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich fahre lieber mit 70 weiter. Da habe ich noch ein bisschen rot. Er wird sogar immer noch größer. Letzte Runde im Velodrom. Doch, ist ein bisschen rot da. Jetzt geht er runter. Komm, Erik, du fährst jetzt Full Power. Das sieht echt super aus für Erik. Bloß nicht zu früh jubeln. Jetzt können wir mal einen raushauen. Und den Burger war noch. Paris-Roubaix für Erik Zabel. Flandern-Triple für Erik Zabel. Alle World Tour Kopfschaftlasser-Rennen für Erik Zabel. Und natürlich selbstverständlich nächste Monument für Erik Zabel. Titel verteidigt, ey. Wunderschön. Was wollt ihr gegen den Kopfschaftlaster King machen? Oh, hier haben wir noch zwei, die nicht für sich alleine fahren. Sorry for that. Funder Tuck. Ah, ganz knapp die Top 20 verpasst. Der kommt Stock, Bro. Total geil. Erste Eintragung im Archiv für die Saison haben wir schon mal. Wir haben tatsächlich das Flandern-Triple geholt. Und wie der Erik den gegeben hat, oder? Die Lücke mehr oder weniger alleine zugefahren. Ey. Dann doch von allen weggebrettert. Der hat die Dampfmaschine zugeschlagen. Ja, das dauert erfahrungsgemäß bei Paris-Roubaix immer sehr, sehr lange, bis der Rest drin ist. Ich meine, ne, der Balken ist jetzt noch ganz ordentlich.
Ich sehe es halt auch immer so, dass die KI-Fahrer, sie greifen immer ein bisschen zu früh an, ne? Und dann eben der Mazda wieder gesehen, als dann Erik hat ja nicht mehr viel Geld gehabt, aber es hat gereicht, weil die alle schon zu fertig waren. Da kommt der Weltmeister. Und er konnte sich sogar dreimal freuen. Yippie! Immerhin in unseren 5 Jahren zweimal Paris-Roubaix gewonnen. Und einmal Zweiter. Nichts fällt den Weltmeister auf. Und Siegerehrung. Naja, letztendlich durch das Freuen, ne, ist er natürlich auf 11 Sekunden runtergegangen, der Vorsprung. Die Hölle des Nordens für Erik. Beim Team haben wir immer in den 4. gemacht. Aber gut, die mussten jetzt ja auch knallhart für Erik arbeiten, ne? Ja, du darfst auch nochmal jubeln und Ergebnisse. Ah, ist das nicht schön, Erik hier bei Paris-Roubaix ganz oben zu sehen? Wunderbar, wunderbar. Es ist auch eins meiner absoluten Lieblingsrennen. So, dann haben wir das hier geschafft. Also für diese beiden Siege bei den Monumenten müsst ihr unbedingt mal einen Daumen nach oben da lassen. Und in den nächsten Rennen geht's auch munter weiter. Jetzt kommen die drei richtig krassen Hügelklassiker. Und da könnten wir dann das nächste Monument gewinnen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich euch natürlich kostenloses Abo empfehlen. Dann werdet ihr keine Folge mit Erik hier mehr verpassen. Bis dahin, bis dann und ciao.